Draw.io haben wir im Wesentlichen genutzt, um Prozessketten darstellbar zu machen. Dabei verfügt das Tool über viele verschiedene Templates und Layouts vom Flussdiagramm, was wir üblicherweise für Prozessketten nehmen, aber auch Venen- oder Vektordiagramme in verschiedensten Ausfertigungen. Zum anderen, was ich auch einen sehr netten Anwendungsfall finde, ist in Brainstorming-Sessions oder um seine Gedanken zu sortieren, eine Art Mindmap zu machen. Dabei lassen sich sehr schöne Mindmaps und Spinnendiagramme darstellen und nutzbar machen. Und das Schöne an dieser kostenlosen Basisversion von Draw.io ist, dass man sie relativ einfach in weiteren Office-Anwendungen wie PowerPoint oder Word nutzbar machen kann, um sie dann auch weiter zu verwenden. Nachteilig würde ich sagen, ist noch ein gewisser fehlender Grad an Professionalisierung, was jetzt bei Open Source Anwendungen nicht selten ist, dass du natürlich mit den kostenpflichtigen, professionelleren Tools wie zum Beispiel Concept Board nicht ganz Schritt halten können. Zum anderen der Trend, der jetzt auch im Homeoffice aufkommt, zu kollaborativen Real-Time-Sharing-Möglichkeiten, was jetzt gerade auch bei so einem Mindmap-Beispiel, bei einer Brainstorming-Session oder auch bei einem Prozessbild, das man im Team erstellt, nützlich wäre. Da ist meines Erachtens noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Zum anderen kann ich mir durchaus noch ein paar Erweiterungen, was die Templates angeht, vorstellen. Aber ansonsten ein gutes Tool.